the magic of Minecraft Fantasy. Spannende Frage, ob ich nicht einfach die Treppe hier aus Slabs baue. Kann ich mal gucken. Genug Slabs davon hätte ich. Und da wir ohnehin von dem hier von Spruce weg wollen zu Oak, ist das ja gar nicht so abwegig. Ich guck gleich mal, ob das irgendwie, ob das machbar ist und wie das aussieht. Wenn ich jetzt hier, ich sehe schon. Probieren das einfach mal. Probieren geht ja, liebe Freunde, überstudieren, ganz alter Spruch, weiß jeder Mensch. Die wenigsten halten sich da heutzutage dran. Die meisten planen und dann sieht es am Ende nicht gut aus und dann müssen sie neu planen, weil sie keinen Plan B eingeplant haben. Okay. Das wäre dann hier eine. Ja, genau, so müsste man das dann. So geht das. Genau. Wie sieht das denn aus? Sieht das aus? Nee, ne? Dann ist der Weg. Dann ist der Weg so weit und. Das machen wir nicht. Sonst muss ich da hinten wieder aufhacken und dann muss ich außen wieder ausgleichen. Wir machen eine normale Treppe hin. Ich glaube, das entspricht mehr meinen Vorstellungen als sowas hier. Ja, ja. Also, Kommando zurück und diese provisorische Spruce. Der ist hier wieder eingesetzt. Ja. So. Gibt auch Leute, wenn du auf den Kopf stehst, kannst du dann auch verkehrt rum über diese Treppe gehen. Hey ihr Lieben, wenn euch das Video gefällt, dann lasst gerne ein Like da für den lieben YouTube-Algorithmus und vergesst nicht, den Kanal kostenlos zu abonnieren. Aktiviert die Glocke, denn dann verpasst ihr keine Folge mehr von Minecraft Fantasy Park. Und hier noch einen und hier noch einen. Sehr schön. Aber, das geht. Gut. Jetzt wollen wir hier die Tore einbauen, wenn wir gleich Zaun gesetzt haben. Und die kommen natürlich genau zur Hälfte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hat natürlich keine mittlere Hälfte. Also machen wir das Tor einen vom Mittelpunkt weg. Und auch hier machen wir das einen vom Mittelpunkt weg. Das war ein Creeper. Das war ein Zombie. Jetzt kommen die noch von der Seite rein im Moment. Wird sich später natürlich auch geändert haben. Einen vom Mittelpunkt. Das ist hier. Und das ist hier. Und auf der anderen Seite machen wir es natürlich auch nochmal. Einmal hier. Da kommt schon der nächste. Moment. Warum sind das hier zwei und da drei? Ich weiß warum. Warum hat dieser Zombie ein Creeper-Kostüm an? Die Frage ist viel interessanter. Ich habe hier irgendwas falsch gemacht. Nee, ich habe nichts falsch gemacht. Ich habe was zu viel gemacht. Nämlich das hier. Ach, Kinders. Warum sagt mir das denn keiner von euch? Es hilft doch, wenn wir drüber sprechen. Wir können ja über alles reden. Auch über sowas. Ja, ja, das passt auch sonst nicht mit der Treppe. Was ich hier plane. Ich da gleich einfach eine Treppe vormache, ist das ja in Ordnung. Es ist ja, wie gesagt, dieses Gebäude ist einzig und alleine dafür da, dass wir was zu essen haben, ein bisschen Leder, ein bisschen Wolle produzieren können zum Dekorieren und zum Arbeiten. Es dient nicht dazu, dass die Besucher das sehen irgendwie hier im Freizeitpark. Dieses Gebäude wird auch später für die Besucher, ihr werdet ja irgendwann sicherlich auch auf meinem Server mal eingeladen, um, wenn wir mal Attraktionen haben und diese benutzen zu können, dann werdet ihr hier aber nicht hinkommen. Das ist ganz klar, weil das nur mein, nennen wir es Backstage-Bereich ist. Okay, das sind die Zugänge. Dann haben wir da oben die Zugänge. Dann würde ich jetzt sagen, machen wir einfach ein paar Zäune. Hier leuchtet mir gerade noch was aus, weil ich glaube, dass es das hier ein bisschen dunkel ist. So. Ja, und hier unten können wir nochmal welche draufsetzen. Und hier unten können wir auch nochmal welche draufsetzen. Sehr gut. Die Zäune machen wir natürlich auch aus Oak. Weil wenn wir da, es ist immer so zwei Holzarten theoretisch, ja, aber schon nach einer dritten, das ist auch zu viel. Also das ist auch fürs Auge zu viel. Deswegen sollte man auch, wenn es Oak ist, trotzdem einfach nur beim Oak bleiben. Haben wir nicht mehr so viel, im Grunde genommen haben wir da gar nichts mehr von. Also gehen wir nochmal
schlafen. Nee, da kommt das bisschen. Oh, sieht von außen. Sieht auch geil aus, ne? Von außen. Ja, kriege ich den Creeper erwischt. Sieht im Moment noch aus und wir haben oben noch keine Fenster in die dritte Etage auf der einen Seite gehauen. Aber was hier los ist, ich weiß nicht. Kommt mir das so vor oder sind hier extrem viele Mobs? Ich weiß nicht. Ich habe manchmal den Eindruck, das sind mehr als für gewöhnlich. Egal, nehmen wir hier noch ein paar Eichen mit. Hier zum Beispiel diese. Schwebt hier vor sich hin. Das war's, ne? Nur wegen diesem einen Block. Ja. Das ist es ja. Zwar baut der mir ja immer hier den kompletten Baum mit einem Schlag ab, aber das geht nur mit dem Hauptstamm. Wenn es da noch Unterstämme oben und Verästelungen gibt, dann baut der die leider nicht mit ab. Das heißt, manchmal schweben die Bäume auch in der Luft. Jetzt nehme ich hier den noch mit. Ja. Ich muss auch die Partiere, die hier rumlaufen, schützen, weil das sind die, die wir später in unseren Ställen haben wollen. So. War es das? Ja, ich glaube. Ich glaube, das reicht uns. 30. Ah, kommen noch zwei oder so. Noch zwei. Der Zaun ist ja jetzt auch was, wo man gar nicht so viel braucht. Das ist ja auch Überschussware sozusagen. Das ist das. Da steht ein Skelett rum. Hier ist so viel los. Hier ist so viel los. Ach, das war ein Creeper. Da steht das Skelett auf mich. Ist egal. Nicht umdrehen, Taris. Lauf einfach weiter wieder in deine Basis rein und hoff, dass diese Mobs sich irgendwann selber an die Luft trauen und dann dort gegebenenfalls verbrennen. Okay. Also nehmen wir mal, warte, wir halbieren das mal und dann halbieren wir das nochmal. Daraus machen wir jetzt Sticks. Nee, so natürlich nicht. Taris. Manchmal frage ich mich echt, wie lange du schon Minecraft spielst. Es sieht manchmal so aus, als würdest du damit gerade erst anfangen. Okay. Nicht wundern, ich weiß, dass das auf jeder Seite nur zwei jeweils sind, aber ich ziehe das runter, um das besser portionieren zu können. 63 Zäune, was haben wir denn? Was? Wir brauchen gar nicht so viele. Wir brauchen 28 mal 2, das sind 56 und dann noch für die Fenster. Ah, komm, machen wir nochmal welche. Aber so viele sind das tatsächlich. Das wird wahrscheinlich jetzt für die Fenster so gerade nicht mehr reichen. Aber das wäre durchaus entbehrlich. Wir brauchen genau 4 Zauntore. So kriegen wir schon mal 2. Und so kriegen wir nochmal 2. Ja, ist doch super. Und dann können wir doch jetzt nochmal ein paar Zäune machen dazu. 4 Tore? Wirklich nur 4 Tore? Ja, klar. Unten für Schweine, Rinder. Schweine, Rinder, Kühe und Hühner. Genau. Und nochmal den Fans. Alles klar. Und damit starten wir jetzt voll durch und bauen unsere Tierstelle. Und dann machen wir die Fenster fertig. Tja, was soll ich sagen? Dann ist es schon soweit. Wir holen uns Tiere, bepflanzen die Felder, befüllen die Rinnen mit Wasser. Boah, ist aber auch enorm, wenn man hier reinkommt. Das muss alles noch ausgeleuchtet werden da oben, sonst haben wir richtige Probleme mit Mobs hier. Sehe ich schon kommen. Okay, also die Zäune bauen wir hier hin. Und hier, ja, im Weg stehen ist nicht gut. Kommt dann das Tor rein. Ah, diese Mittelteile habe ich natürlich vergessen. Aber wir haben ja ein paar Zäune, dann wird es für die Fenster jetzt nicht mehr reichen. Das ist egal. Wir machen Zäune nach. Ein bisschen Eiche wächst hier drumherum noch. Können wir auch noch zwischendurch mal, das mache ich im Off, da seid ihr nicht bei, nochmal so ein paar neue Setzlinge, Eichen, Sepplinge pflanzen. Na guck, jetzt haben wir 33 Stück verbraucht für die eine Seite. Nochmal einfach so ein paar Eichen pflanzen. Ich zeige euch das meiste, was ich hier mache. Wie gesagt, ihr könnt euch gerne äußern und sagen, wenn es zu viel ist oder wenn ihr sagt, nee, macht das mal alleine. Das ist jetzt nicht so spannend zu gucken. Also sowas wie Eichen nachpflanzen, das mache ich dann tatsächlich alleine. Da müsst ihr mir nicht bei zugucken. Außer ihr wollt es, dann können wir auch eine ganze Folge nur damit machen, wie ich Eichen pflanze. Ich glaube aber, dass selbst ich diese Folge nicht so interessant finden werde.
Ja, beim ersten klappt es, aber beim zweiten klappt es nicht. Wie sollte es auch anders sein? Rein da jetzt, genau. Hier auch. Und hier auch. Und damit wären unsere Ställe fertig. Das ist super. Dann machen wir schon mal hier ein paar Laternen drauf einfach, damit ich hier unten... So, wie teilen wir das denn jetzt auf? Am besten so. Und jeder zweite. Ja. Genau. Dann können wir hier teilweise die Torches abbauen. Genau, am Tor ist nichts und dann jeder zweite. Ist ja auch ein bisschen symmetrisch. Ich mag das ja auch, wenn es symmetrisch ist. So, und jetzt stimmt da schon wieder was nicht. Ah nee, hier hinten ist einer weniger. Dann ist das okay. Das lasse ich durchgehen. Das lasse ich durchgehen. Dann haben wir gesagt, in der Mitte am Tor nichts. Hier und dann jeder zweite. Zweite. Jeder zweite. Und dann sind hinten zwei frei. Genau. Und die Torches können wir dann hinten gleich irgendwie an die Wand verteilen. Das ist das Gute. Das ist ja, dass diese Torches keinen Schaden machen. War das mal so? Ich bin mir gerade nicht sicher, aber haben die Torches früher nicht mal Schaden gemacht, ganz am Anfang in Minecraft? Bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube ja. Da war mal was. Oder ist das eine Mod gewesen, wo die Torches Schaden gemacht haben? Irgendwas war da. Ich weiß auf jeden Fall, dass Torches mal Schaden gemacht haben. Hier habe ich gesagt, dann machen wir das auch einfach so vielleicht. Ist das okay? Ja, das ist okay. Hier müssen wir das noch korrigieren. Ja. Genau. Und dann setzen wir hier links und rechts jeweils eine. Ist das so? Wollen wir das so haben? Ja, so wie ich. Es muss ja ausgeleuchtet werden. Es bringt ja nichts, wenn wir das nicht tun. Haben wir keine Freude mit. Dann kommt hier einfach simpel, damit keine Mobs reinkommen, Zaun hin. Den letzten lassen wir auf, weil wir dadurch die Tiere reinführen wollen. Genau. So, den lassen wir erstmal auf, auch auf dieser Seite. Und dann machen wir auch hier die anderen zu. Stark. Langsam aber sicher, liebe Freunde, wird das hier unser Farmhaus. Das müssen wir dann auch noch schließen, sonst gehen die Tiere vorne wieder raus. So. Und den lassen wir auf. Und hier machen wir dann wieder zu. So kommt noch Licht von draußen rein. Aber die Tiere können nicht weglaufen. Machen wir doch erstmal die andere Seite gerade fertig hier mit den Torches. So. Immer links und rechts von dem Fenster und so kommt das dann bei diesem mit zwei Abstand immer zum Double Header hier in der Mitte. Muss aber bei der ganzen Gerenne immer viel essen. Viel essen, viel trinken, liebe Freunde. Das ist extrem wichtig. In Minecraft wie im wahren Leben. Machen wir noch mehr Torches. Das wird mein neuer Lieblingssatz. Hashtag mehr Torches. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, liebe Freunde. Jetzt ist nur die große Frage. Wenn ihr so Ideen habt, auch hier, wie man sowas mal ausbauen könnte, einfach nicht zu aufwendig, aber halt schick, ne? Sagt einfach Bescheid. Bin für alle Ideen offen und viele Ideen setze ich auch gerne um. Das heißt aber, wir könnten schon mal gerade ein paar von diesen Cobbles wieder in den Ofen hauen. Das gehört auch dazu. Immer Multitasking, immer verschiedene Dinge gleichzeitig machen, einfach damit einem die Baustoffe nicht ausgehen. War es das? Ah, das war es schon an Cobble, okay. Okay, dann können wir den Cleanstone hier einlagern, den brauchen wir nicht. Die Bricks lassen wir nochmal eine Weile da. Wenn wir uns das hier können wir auch ein paar schon mal da lassen. Jetzt brauche ich diese Stairs als nächstes noch mit. Und mehr Zäune und mehr Torches, genau. Und dann können wir das Rotten Flash hier lassen. Ich brauche vermutlich... Oh, wir haben so viele Slabs gemacht mit Oak Slabs, aber das kriegen wir anders noch verbaut, das weiß ich. Jetzt können wir einfach nochmal kurz ein paar Oaks fällen gehen.
Naja, komm. Von nix kommt nix, ist gerade Tag. Dann wollen wir gerade nochmal ein paar Oaks fällen. Diese große Fläche übrigens, die ich jetzt hier hinten mit den Oaks gerade freischlage, die erste große Oak-Fläche, die ich freigemacht habe, ist ja die, wo jetzt unser Farmhaus steht. Überleg gerade, ob wir auf dieser Wand müssen wir auch noch ein paar Löcher reinhauen, ein paar Fenster machen, sonst sieht das, glaube ich, zu Atombunker-mäßig aus. Okay, ich bin jetzt leider auch nicht so der große Farmhausbauer. Ich bin dann besser da drin, so ein Erebor nachzubauen. Das geht mir leichter von der Hand, als ein simples Farmhaus zu bauen, liebe Freunde. Ich frage mich nicht, warum das so ist. Ich kann euch das nicht erklären. Ah, hier haben wir schon mal ein Ei. Dass es direkt neue Rezepte gibt. Kein Achievement mehr. You found an egg oder sowas. Warum sollte es das auch sein? Gute Frage. Nächste Frage. Ist auch eine spannende Höhle. Übrigens da hinten in diesem großen Hauptberg. Nee, das kann man von hier jetzt nicht so gut sehen. Welche Stelle ich meine? Jetzt wird es schon wieder Nacht. In diesen großen Hauptberg, da kommt unser Erebor rein, unsere Achterbahn mit dem Erebor. Ihr werdet überrascht sein. Das kann ich euch jetzt schon mal versprechen. Eines Tages, wenn wir den Erebor bauen. Aber wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob wir mit der Achterbahn anfangen, mit der Erebor-Achterbahn oder nicht mit dem Rätselhaus im Harry-Potter-Themenbereich. Schreibt es mir in die Kommentare. Wir haben noch ein, zwei Folgen Zeit bis dahin, bevor wir das, oh, wahrscheinlich sogar drei oder vier, wenn ich dann nochmal mich an den Eingang mache mit dem Illusioner, dann bin ich gespannt, was ihr wollt. Wer es zuerst reinschreibt oder was er am meisten reinschreibt zuerst, das wird es werden. Erebor oder Rätselhaus, Herr der Ringe oder Harry Potter? Diese große Frage muss noch geklärt werden, bevor wir anfangen mit unseren Themenbereichen. Das Ei werde ich da jetzt einfach mal gekonnt liegen lassen. Und so, das sammeln wir ein. Ich werde hier nachher noch ein paar Eichen mal nachpflanzen, wenn ihr weg seid. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ich mache gleich von außen noch hier vorne noch ins Farmhaus noch ein paar Fenster rein, von der Seite. Oh, Tür zu. Ah ne, das dachte gerade. Oh. Hatte ich jetzt keine Sticks gemacht? 48. Ah, ich weiß nicht, ob das reicht. Aber es ist auch immer schwierig einzuschätzen. Machen wir noch ein paar. Noch ein paar mehr. Jetzt sind wir nochmal bei 64. Das wird ja reichen. Ah, Moment. Torches. Gut, Taris. Gut. Machen wir jetzt einmal einen ganzen Stack Kohle zu Torches. Ja. Und dann ist da auch erstmal Ruhe. Für den Moment, würde ich fast sagen. Da kommen jetzt 4 Stacks Torches raus. Wo sind die? Na, wonach suche ich? Nach der Kohle. Da ist sie. Ja. Also damit kriege ich zumindest alle Torches hin. Vielleicht gegebenenfalls später nochmal ein paar von den Laternen neu craften, dazu hängen. Und dann werden wir das sehen. Jetzt habe ich schon wieder 3 Folgen an diesem Haus weiter rumgebaut, wie ich das gerade feststelle.